Ja, ich möchte heute ein bisschen was über Xen erzählen. Der Grund, warum ich heute über Xen ein bisschen was erzählen will, ist der, Xen gibt es schon sehr lange, ist also schon relativ alt. Also 2003 ist das ins Leben gerufen worden. Und Xen war so das erste Highlight im Sinne, dass Linux für Business interessant wird. Das habe ich jetzt auf den Folien relativ klein gehalten, deswegen erzähle ich es einfach jetzt ohne die Folie. Xen war die erste ernstzunehmende Initiative, die wirklich ganz schnell gekauft wurde von den Großen. Und da kann ich vielleicht so mal erzählen, also die ersten kommerziellen Interessen in der Virtualisierung haben angefangen mit einem Produkt, das nannte sich Win4Lin. Wer kennt denn Win4Lin? Kennt das jemand? Das ist sehr lang her. Du kennst das? Okay. Ich habe schon mal gehört. Ja, ja. Also Win4Lin war genial, weil das Win4Lin war eine Kernel-Erweiterung von Linux, damals noch beim 2.6er Kernel. Wir sind ja inzwischen bei Version 5. Und die Win4Lin haben damals es geschafft, eine vollständige API in den Kernel zu integrieren für Windows 95 Applikationen. Das heißt, man konnte also unter Linux ein Windows 95 in einem parallelen X-Fenster laufen lassen, mit dem Nebeneffekt, dass das Windows 95 unter Linux deutlich schneller lief als ohne Linux, weil einfach die API die Dateisystemzugriffe auf das Dateisystem von Windows übersetzt hat und von Linux übersetzt hat und dadurch, dass Windows 95 damals viel schneller war als im Originalzustand. So kleine Sachen am Rande. KVM ist dann, wie gesagt, 2003 entwickelt worden als Hypervisor. Da komme ich jetzt dann gleich drauf, wenn dann endlich mal das Bild da ist. Das Bild? Nein, immer noch nicht? Okay. Und ich warte auf den Pinsel. Ja, auf den Pinsel, okay. Der Pinsel, gut. Ja. Und Xen ist, wie gesagt, 2003 entwickelt worden. Das ist für die Leute, die sich mit Hardware beschäftigen, noch vor der Zeit gewesen, dass die Prozessoren Virtualisierung kannten. Die Hardware-Erweiterungen von Intel und Co. sind erst 2006 gekommen. Daher waren die damals der Markthirsch und die sind dann ganz schnell gekauft worden von Citrix. Kennt ihr hier bestimmt Citrix? Ne? Die haben das auch ganz dick eingekauft. Und was wenig bekannt ist, habe ich es auch nicht auf der Folie, dass die damals so mächtig waren, dass sogar Microsoft ein Windows XP damals in der Pipeline hatte, was unter Citrix läuft. Also sprich, was als paravirtualisiertes Betriebssystem möglich war. Sie haben es aber nie rausgebracht. Und Xen war dann relativ gut gesettelt und dann kam dummerweise Red Hat und hat Qumranet gekauft, die KVM entwickelt haben. Und danach sind sie mehr oder weniger klanglos erstmal untergegangen, die Xen-Leute, weil sie keine richtige Vollvirtualisierung konnten. Und dann später haben sie dann, wie es halt so oft ist, wir kommen damit kommerziell nicht weiter, also machen wir es Open Source. Und dann ist aus dem Xen, aus dem kommerziellen Xen, was ich auch nie in den Kernel integrieren wollte, das war auch immer so ein Problem, man brauchte als Linux immer einen eigenen Xen-Kernel, ist dann das Xen Project geworden und das ist jetzt Open Source. Und seit das Open Source ist, kommt das jetzt wieder richtig in Schwung und dazu dann mehr, sobald das Kabel jetzt da ist. Ne? Ja, geht. So. Gut. Also ein bisschen was habe ich ja schon erzählt. Ah, ich liebe Mikrofone. Ich gehe heute ein bisschen auf Xen ein. Und zwar, ich beschäftige mich also mit Virtualisierung schon relativ lang, also im Prinzip seit 2006, als KVM damals in den Linux-Kernel kam. Und ich habe Xen immer beobachtet und mir gesagt, naja, gut, Big Business interessiert mich nicht so sehr, kann ich nicht verwenden, ist mir zu teuer. Und irgendwann habe ich dann letztes Jahr festgestellt, oh, da ist ja richtig viel im Busch gerade. Und deswegen habe ich mich mit Xen ein bisschen tiefer auseinandergesetzt und es gibt bei Xen aktuell, gerade beim freien Projekt, Entwicklungen, die es tatsächlich wieder interessant machen, auch gegenüber KVM. Wer von Ihnen hat schon mal mit KVM gearbeitet? Oh, ein bisschen, okay. Gut, dann gehen wir mal rein. Ich möchte kurz ein bisschen abgrenzen heute, weil Xen ist wieder so ein Thema, da kann man eine Woche drüber reden und deswegen möchte ich das ein bisschen einschränken. Also ich beschränke mich jetzt auf Intel-basierte Hardware, also sprich AMD und Intel. Ich werde nicht auf die ARM-Sachen eingehen, aber wenn Fragen dazu kommen, kann ich gerne was sagen. Es gibt auch einen eigenen Bereich für Automotive mit Xen
Nur mal so, also wir werden das richtig kommerziell in diesen Bussystemen im Auto. Was ich nicht machen werde, ist auch XenGT. Das ist auch ein sehr interessantes Projekt, wo man eine reale virtuelle Grafikkarte in kleinere virtuelle Grafikkarten zerstückeln kann und dann auf mehrere virtuelle Maschinen verteilen kann. Werde ich heute auch nicht ansprechen. Ebenfalls bleibt draußen sowas wie LXC oder Docker, also Paravirtualisierer auf Level 2. Ich sage nachher noch dazu, was Level 2 bedeutet. Und ja, genau, das war's schon. Also das werde ich draußen lassen. Wenn da jemand gerne Fragen zu hat, ich bin heute den ganzen Tag da und werde auch zum Abendessen da sein, da können wir uns gerne tot diskutieren, bis der Zug fährt. Jo, erstmal für die, die das noch nicht so kennen, ein paar Definitionen. Und zwar, damit wir eine vernünftige Virtualisierung machen können, gibt es zwei Arten der Virtualisierung. Es gibt die Virtualisierung, die Paravirtualisierung. Das heißt, ich habe einen Prozessor, der weiß nicht, was Virtualisierung ist. Und damit müssen alle Systeme, die virtualisiert werden, wissen, dass sie virtualisiert werden. Komme ich gleich drauf. Für die, die es nicht wissen, die Systeme, da brauche ich Hardware, die das kann. Und heutzutage, zum Glück, können fast alle Prozessoren, also sage ich mal ab Level, sagen wir mal ab Baujahr 5, also sprich Intel Core i5, fünfte Generation, die können das alle. Und woran erkennt man das? Es gibt das VTX, das ist die Hardware-Erweiterung bei Linux. Und das VTD, das ist die Gerätevirtualisierung, komme ich noch dazu. Woran erkenne ich, was für eine Virtualisierung ich habe? Das zeige ich mal kurz live. Da komme ich schon zu einem kleinen Punkt. Wenn das System bereits virtualisiert läuft, sieht man das daran, dass das Bit Hypervisor gesetzt ist. Das heißt, wenn ihr das Ding in eurem CPU-Info findet, läuft das System bereits unter Xen. Jo, jetzt haben wir es. Ja. Okay, sieht man es jetzt? Ja, genau. Da, wo das rot wird, steht Hypervisor. Ich mache es mal größer. Ja, also wenn ich sozusagen nach Hypervisor suche, dann finde ich das Hype. Ansonsten bei Intel steht VMX und bei AMD würde SMV stehen. Also es sind unterschiedliche Flex, die aber im Prinzip das Gleiche bedeuten. Daran sieht man, A, in welchem Modus befinde ich mich und B, welcher Typ von Virtualisierungshardware habe ich. Dann gehen wir mal wieder zurück. F5. Gut, hier, genau. So, und dann gibt es noch eine zweite Sache, das ist wichtig, wenn ich wirklich mit Hardware virtualisieren will. Ich brauche eine Gerätevirtualisierung. Gerätevirtualisierung bedeutet, dass ich in der Lage bin, Teile der realen Hardware in ein virtuelles Maschinchen hineinzuleiten. Dafür brauche ich eine Gerätevirtualisierungserweiterung, die heißt VTD. Muss man meistens im BIOS aktivieren. Und bei AMD heißt es IOMMO. Man muss sie auch die normalerweise aktivieren. Und wenn man der Meinung ist, man möchte Virtualisierung verwenden, sollte man darauf schauen, dass diese Erweiterungen in der Hardware vorhanden sind. Was auch natürlich klar ist, ist, diese zwei Arten der Virtualisierung in Hardware sind komplett inkompatibel miteinander. Ja, sonst gäbe es wahrscheinlich ein Patentproblem, aber alle Hypervisor, die ich kenne, unterstützen beide Modelle. So. Gut, das habe ich eben schon mal angedeutet. Virtualisierung war der erste große Business Case im Linux-Bereich, so wie ich weiß. Und die sind also ganz furchtbar hin und her verkauft worden. Also sprich, Xen ist von Citrix gekauft worden. Citrix ist, glaube ich, auch von irgendwas gekauft worden. KVM hat Qumranet gekauft. Die haben KVM entwickelt 2006. Und damals, auf dem Punkt bin ich eingestiegen, damals, weil ich gesagt habe, oh, wieso kauft Red Hat diese Firma und warum ist das jetzt im Kernel sofort als Mainline drin? Da habe ich gesagt, das kann ja so schlecht nicht sein. Und da bin ich erst darauf aufmerksam geworden, ach, das geht ja inzwischen in Hardware. Und die haben dann lange Zeit einen Durchmarsch gemacht, also KVM hat die ganze schnelle Virtualisierung gemacht und QEMU, was ja eigentlich älter ist, hat zwar eine Virtualisierung gemacht, war aber furchtbar langweilig und langsam, weil die das nämlich alles in Software gemacht haben. Und da wir ja in der Open-Source-Welt sind, haben die QEMU das einzig Richtige gemacht, sie haben nämlich den Code von KVM gesorgt. Das heißt, auf einmal konnte QEMU auch die KVM-Sachen. Und dann hat sich KVM gedacht, Mensch, was die QEMU vorher gemacht haben, war auch nicht so schlecht. Und dann haben die KVM die QEMU gefragt. Und jetzt ist sozusagen in beider Code drin. Gut. Das Letzte ist jetzt, dass
weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, dieses Jahr war es, glaube ich, letztes Jahr war Red Hat, ist jetzt gekauft worden von IBM. Das heißt, die ganzen großen Virtualisierungslösungen haben sich jetzt so langsam konzentriert bei IBM. So. Bei Virtualisierung ist immer ganz gut zu wissen, was ist eigentlich Virtualisierung? Ne? Und ich sage immer, das ist Emulation von nicht bestehender Hardware. Weil das ist immer ganz wichtig, wenn man irgendwann an eine Verständnisgrenze stößt. Ich sage immer, wenn ich was nicht verstehe, habe ich einen Mangel an Informationen und deswegen versuche ich das von vornherein hier einzubringen. Also man emuliert etwas, was es eigentlich so in echt nicht gibt. Und dann gibt es zwei große Typen. Es gibt noch ein paar mehr, aber es sind die Haupttypen. Es gibt die Vollvirtualisierung. Das heißt, das Gastsystem weiß nicht, dass es virtualisiert wird. Und der Hypervisor schmuggelt sich sozusagen darunter. Da werde ich gleich noch ein kleines Bild zu malen. Gibt es hier Kreide? Kurz, jeder Prozessor, wenn er Betriebssystem betreibt, funktioniert ganz grob in so Berechtigungsringen. Der innerste Ring, ich glaube, es geht 0 bis 3 oder 1 bis 4, weiß jetzt nicht. Der innerste Ring ist die höchste Berechtigungsstufe, da läuft der Kernel selber. Und im äußersten Kernel laufen die Programme. Und die dazwischen werden eigentlich nicht benutzt normalerweise. Also die sind zwar da, aber die meisten Programme machen von diesen zwei Zwischenschichten keinen Gebrauch. Und jetzt, wenn das Betriebssystem aber weiß, es wird virtualisiert wie Linux, dann passiert Folgendes. Das Betriebssystem zieht sich aus dem obersten Kernel zurück, einen runter, und im obersten sitzt dann der Hypervisor. Dafür muss das Betriebssystem aber bereit sein, das zu tun. Alle Open-Source-Betriebssysteme, die es gibt aktuell, also sprich Linux, BSD und so weiter, die können das alle. Die können sich zurücknehmen und sich in einen Ring nach unten legen. Das nennt man die Paravirtualisierung. Was passiert jetzt bei, wenn man das nicht weiß? Ganz vereinfacht. Man schmuggelt in der Hardware noch Ringe darunter und sagt, okay, der 1er ist der äußere und 0 und minus 1 ist nochmal darunter. Und da liegt dann der Hypervisor. Das heißt, das Betriebssystem denkt, ach, ich bin ja der Einzige hier, darf mich ausbreiten. Und der Hypervisor sagt, Edge, siehste, ich bin doch noch drunter. So, das ist das ganz einfache Modell. Deswegen jetzt mal kurz zu den Xen-Modi, weil wir wollen halt so Xen und nicht KVM machen. KVM kann ja nur sozusagen Vollvirtualisierung mit Hardware und Vollvirtualisierung ohne Hardware, die natürlich unendlich langsam ist. Bei Xen hat man das inzwischen deutlich verfeinert. Xen hat inzwischen 4 Modi. Und gerade dieser PVH-Mod, auf den möchte ich nachher kommen, der ist nämlich relativ neu. Und das ist der es auch dann in Zukunft sehr interessant macht. Die Paravirtualisierung PV, das ist das, womit Xen groß und berühmt geworden ist. Das heißt, die Kernel von den Betriebssystemen, die als Gast laufen, müssen in der Lage sein, sich herunterzunehmen. Damit habe ich alle Open-Source-Betriebssysteme drin, aber halt keins wie Windows oder so etwas. So, dann haben wir noch die drei anderen Systeme, die HVM, also Hardware-Assisted-Virtualisierung. Die brauchen die Hilfe, das ist ja reingeforgt, das QEMU-Board. Dazu vielleicht mal ganz kurz der Hintergrund: QEMU ist ja mit KVM zusammen die Virtualisierung, die bekannt ist. Und die eigentliche Leistung von QEMU ist, dass das QEMU zwei komplette Motherboards zur Verfügung steht. Nämlich das Q35, das ist, glaube ich, weiß jemand, die Herstellerfirma Asus? Ich weiß es nicht. Es ist also ein relativ altes Board, Pentium 5 kann schon USB 3.0 und so weiter. Und die haben also ein komplettes Board
in Software geschrieben, damit eine virtuelle Maschine denkt, ach, ich habe dieses Board, jetzt kann ich mich ja ausbreiten. So, die PVH-Virtualisierung heißt, ich habe Paravirtualisierung, kann aber zusätzlich reale Hardware durchreichen. Das ist ein relativ neuer Mode, den gibt es erst seit Xen 4.11. Und dann gibt es noch den PVHVM, das ist das, was die meisten verwenden. Das heißt, ich habe eine Vollvirtualisierung, meistens ein Windows. Und dieses Windows ist dann noch in der Lage, dass ich Treiber dazu lade, die von der virtuellen Schicht von Xen Gebrauch machen. Das heißt, ich kann das Windows mit Gerätetreibern so weit virtualisieren, dass es eigentlich die Hardware drunter gar nicht mehr braucht. Also sie sind ganz nah dran, dass das Windows in der Lage ist, ohne die QEMU-Hardware nur mit direkten Treibern von Xen zu laufen. So, nochmal kurz hier. Die Vollvirtualisierung, das Board, was da emuliert wird, sind etwa 1,6 Millionen Zeilen Code. Das ist also ziemlich viel Zeug, was sie da haben, und deswegen wollen sie es auch loswerden letztendlich, weil sie sagen, wir sind vor allem gesettelt im Hochsicherheitsbereich. Also Xen ist kommerziell relativ erfolgreich bei Hochsicherheitsgeschichten und auch im Automotive-Bereich, da wird das verwendet, allerdings da mit ARM-Prozessoren. Und die wollen natürlich, dass dieser ganze Layer, dieser Moloch weg ist, weil das ein unglaubliches Sicherheitsloch ist. Wir sagen, das ist so viel Code, den wir nicht kennen, der nicht gescreent ist. So dieses übliche Open Source Chaos, was halt da verwendet wird, das wollen wir loshaben. Und PVH kann zwar virtuelle und Hardware durchreichen, die nutzen aber diesen Code hier nicht mehr. Und das heißt, sie sind gerade dran, mit diesem PVH einen Modus zu erschaffen, der komplett das Windows virtualisiert und natürlich auch die Paravirtualisierung kann. Also das ist ganz großes Kino, was da jetzt gerade kommt. Aber es ist leider noch nicht vorführfähig. Sie haben jetzt gerade angefangen, Xen 4.12 ist letzten Dienstag rausgekommen, also sprich vor 4 Tagen. Ich habe es noch nicht geschafft, das so zum Laufen zu bringen, dass es hier irgendwas Interessantes gewesen wäre. So, dann zum Modell. Wenn ich jetzt mit KVN QEMU arbeite, starte ich einfach mein QEMU und es läuft ein Fenster oder ich habe ein virtuelles Netzwerk, einen virtuellen Netzwerkzugang und das war's. Bei Xen habe ich sofort sogenannte Domains. Also sprich, das sind die Verwaltungseinheiten, weil Xen ja davon ausgeht, dass sehr viele virtuelle Maschinen verwendet werden in einem Betriebssystem. Nur, dass sie meine Hausnummer haben. Ich kenne eine Abteilung bei Airbus. Die haben einen relativ großen Rechner, also ein relativ großes Zentrum, und die haben auf ihren Rechnern, glaube ich, 16.000 virtuelle Maschinen laufen, einem Rack eine Höhen, also eine komplette Höheneinheit, 16.000 virtuelle Maschinen. Also solche Größenordnungen hat man da. Das macht man auch nicht mehr per Hand, so ich schaue mal auf jede mal drauf, da gibt es dann andere Lösungen. So, und damit die natürlich dann mit diesen Domains arbeiten können, hat man diese DOMs und gibt es die sozusagen unter privilegiert sind oder unten drunter hängen, das sind die DOM-Us. Und es gibt eine ausgezeichnete Domain, das ist die DOM-0 und das ist die, die sozusagen den Hypervisor kontrolliert. Das heißt, ich habe immer den Xen-Hypervisor und darunter das System, was es kontrolliert, und dann habe ich meine eigentlichen Domains, mit denen ich dann noch weiter virtualisieren kann. Eine DOM-0-Domäne muss also paravirtualisierbar sein, damit fällt Windows als DOM-0 aus. Also alle, die jetzt da gehofft haben, können nach Hause gehen. Windows geht leider nicht. So. Die Installation von Xen ist relativ einfach. Es gibt alles, bei allen großen Distributionen gibt es Pakete. Einfach nach Xen suchen. Aktuell, damit man so eine Hausnummer hat, Ubuntu 18.4, Bionic, also das aktuelle Longstable, hat die Version 4.9. Die habe ich jetzt hier auch drauf zum Vorführen. Am anderen Ende ist zum Beispiel das Debian 10, das Testing hat aktuell die 4.11 noch gehabt, das war zumindest mein Stand bis gestern. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nächste Woche auch das 4.12 drin haben. Und gut, andere Distributionen, Gentoo oder so, da können sie sich eh reinhauen, was sie wollen. So, das Interessantere aber, wenn man jetzt Windows betreiben will, wir wollen ja immer wieder auf dieses blöde Windows, gell? Wir müssen ja aus irgendwelchen Gründen immer Windows noch haben. Ich sage immer, mir ist es wurscht, welches Windows unter meinem Linux läuft, also machen wir es so. Und es gibt für Xen, und das ist ein Unterschied zu KVM, 8 Treiber, die, wie gesagt, die gesamte Hardware durch virtuelle Paraschnittstellen ersetzen. Das sind die 8, die da stehen. Und die kann man sich bei Xen Project runterladen und dann einfach ins Windows installieren.
So, dann gibt es das Tool XL. Irgendjemand hatte gefragt, ob es was Grafisches gibt. Also für das Xen Project gibt es leider meines Wissens nichts, was momentan in der Richtung ist, aber ja, ist so, weiß ich nicht. Also habe ich nicht festgestellt. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sich mal die Mühe machen, das über einen Kernelbus oder so zu leiten, dass Sie dann doch mal so eine Art abstrakte Oberfläche bekommen. Aber also ich habe da momentan nichts gesehen, dass da was in Sicht ist. Ne? Gut, und natürlich der Grub, der muss natürlich in der Lage sein, das Xen zu managen. Das ist also ein riesiges Thema. Ich möchte hier nochmal anschneiden kurz. Und letztendlich, wenn jemand sich das installieren will, ich werde es nachher mal kurz vorführen, aber die Anleitung von Xen ist wirklich deppensicher, also das ist wirklich problemlos, kann jeder machen. So, weil ich das jedes Mal gefragt werde, wenn ich sowas erzähle, was ist der Unterschied zwischen KVM und Xen? Dazu zeige ich mal kurz einen Ausschnitt. Ich habe hier Xen installiert, aber Xen ist aktuell noch nicht aktiv. Wenn ich in meinen Group Manager gehe und schaue da mal rein. Moment. Ups, wo ist er? Xen. Hier, da sieht man es. Menu Entry, ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da ist der Eintrag, wie ich boote, und auf einmal sehe ich hier, das ist ein Xen-basiertes Linux, und dann habe ich hier auf einmal als Kernel nämlich nicht mal das Linux, sondern das Xen-Modul. Genau, da sieht man hier, da ist es. Das heißt, ich habe hier die Multiboot-Option, dann sehe ich hier, da wird das Xen geladen, das ist einfach das GZ-File, das wird gebootet, und das bekommt als Modul dann den eigentlichen Linux-Kernel, der dann wieder als Modul sein Init-RD bekommt. Das heißt, es wird alles in eine Stufe runtergestuft. Das heißt, der Xen wird geladen, der lädt den Linux-Kernel, der Linux-Kernel lädt sein Init-RD und dann wird das System gestartet. Das heißt also, der Hauptunterschied zwischen Xen und KVM ist, dass der Xen-Kernel, der Hypervisor, ein eigenes Programm ist, ein eigenes System, was über dem Linux-Kernel noch hängt. Und das hat ein paar große Vorteile, nämlich bei Xen ist Xen der Chef in der Hardware. Das heißt, wenn mein Linux jetzt abgehängt werden muss von der Grafikkarte, dann sagt Xen, du hast jetzt keine Grafikkarte mehr, du bist raus, und Windows, du kriegst jetzt eine Grafikkarte, du bist drin. Das kann der Xen sagen. Bei KVM ist es knifflig, weil da läuft Linux als oberste Instanz, und der KVM läuft unter Linux, nutzt aber die Virtualisierungshardware von den Intel-Prozessoren. Das heißt, da das umzuschalten mit der Hardware ist teilweise sehr, sehr knifflig. Es geht, man muss dann sozusagen explizit im PCI-Bus die Dinger abhängen und kann dann den anderen dranhängen. Es ist aber eine sehr, sehr umständliche und eine relativ fehleranfällige Operation. Deswegen hat sich der Xen eigentlich für solche Sachen als deutlich stabiler und einfacher gezeigt. Aber das geht natürlich nur, wenn diese Gerätevirtualisierung in Hardware vorhanden ist. Und der Xen-Overhead ist sehr, sehr klein. Das sind, ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Ja. 2,5 Megabyte, also ist im Rahmen. So, also ist relativ klein, weniger Overhead, sehr schnell, Hardware ist unproblematisch, aber es ist natürlich, man hat einen größeren Vorlauf, wie es bei oft so ist. Wenn ich größere Lösungen habe, brauche ich einfach, ich muss mich um diesen komischen Domain-Kram kümmern, ich muss mich um eine etwas komplexere Konfiguration kümmern, es dauert halt einfach. Hoppala. So, ja. So, das waren jetzt sozusagen die Sachen, die ich jetzt vorerzählt habe. Jetzt die Sache, wollen wir erst Fragen machen oder soll ich erst die Vorführung machen? Vielleicht mache ich erst die Vorführung, ne? Dann mache ich mal eine Vorführung. Also, als erstes wollte ich sehen, ja, ich habe einen Hypervisor, heißt, mein Xen ist aktiv. So, das heißt, ich habe das Tool XL. Da sehe ich hier, es läuft aktuell nur eine Domain 0, das bin ich nämlich über mein Linux selber sozusagen, das ist da. Und jetzt habe ich eine Konfigurationsdatei, die habe ich jetzt mal, ach vielleicht zur Vollständigkeit, ich habe hier also eine
die schöne Version, eine LVM-Partition mir aufgemacht, die heißt bei mir LEVG. Und da gibt es diverse Windows und unter anderem gibt es hier ein Xenvin 10. Das habe ich vorbereitet. Habe ich mal vorbereitet. Und darin soll dann das Windows 10 laufen. Dann habe ich mir runtergeladen von Microsoft die Original Windows 10 DVD. Die ist aktuell ja, 4,8 GB. Ne, habe ich als Image da. Und dann brauche ich eigentlich nur noch eine Konfigurationsdatei. Diese Konfigurationsdatei, wo habe ich sie? Ach, Windows heißt sie, genau, Windows. Die schaut so aus. Ich werde jetzt kurz erklären und dann zu jeweiligen Stand sagen, was es ist. Beim Kernel, das ist im Prinzip der Bootloader. Ist wichtig, weil ich habe ja verschiedene Modi. Ich kann ja als HVM, also als Vollvirtualisierung laden, ich kann als Para laden, ich kann als Zwischenmod laden. Das muss ich hier angeben, wenn ich spezielle Lade haben will. So, der Bilder ist HVM, also wir machen eine klassische, langweilige Vollvirtualisierung. Das Teil bekommt 8 GB RAM, also die Maschine hier hat 32. 4 CPUs gebe ich ihr. Naja, der Name, das Kind will immer einen Namen haben. Und ich habe hier eine Xenbridge installiert. Eine Xenbridge ist einfach ein Interface, an das sich die Windows-Installation dranhängt mit seinem Netzwerk. Die habe ich einfach erzeugt mit folgendem. Schaut so aus. Ne? Das sind, ah, danke. Das sind die Bridge-Control-Kommandos. Damit kann ich per Hand ein virtuelles Interface erzeugen. Ist, denke ich, bekannt hier im großen Rahmen. Man kann es aber auch fest verdrahten, kann sagen, okay, ich möchte gerne in meiner Interfaces bei Debian oder wo auch immer mir ein virtuelles Interface basteln, hänge ich da dran und das verwende ich dann in meiner Konfigurationsdatei. Schaut dann so aus. Moment, Show, glaube ich, was. Oh, habe keine dran. Okay, ich muss sie noch, ach, ich habe das Rechnersystem neu gebootet, genau. Jetzt habe ich eine Bridge. Ich mache jetzt mal nur die Bridge und sonst nichts. Ich werde sie noch aktivieren. Ich wollte sie Xenbridge nennen, mein Fehler. Xenbridge. So, jetzt steht hier oben. Hier Bridge Xenbridge 0, damit das System weiß, wo es hin muss. So, dann natürlich die zwei Disks, die ich brauche, die zum Installieren und die von welcher CD ich installiere. In dem Fall ist es ein physikalisches FÜ, ist immer dann, wenn ich eine Device-Datei habe, ne? Also ein Block-Device, von dem ich was runterladen kann. Wir haben hier also ein Block-Device, was ich über LVM generiert habe und ich habe hier mein File, wo mein Windows drin ist. Das habe ich als CD-ROM deklariert und Read-Only. Am Anfang hat es mich auch immer etwas genervt, dass man immer sagt, read only, muss es sein, darf es lesen, darf es schreiben. Ja, ist wichtig, wenn man damit irgendwann professionell arbeitet, sind gerade diese Sicherheitseinstellungen enorm wichtig, weil sie sonst in Teufelsküche kommen. Gut, Boot D. Ich würde noch eins weitergehen, ich mache DC, das heißt beim ersten Mal wird D gebootet, beim zweiten Mal wird C gebootet. Ist die Syntax sehr ähnlich wie in QEMU. SDL habe ich auf 1 gesetzt. SDL ist das Layer, damit ich sozusagen einen grafischen Schirm habe, damit ich sofort sehe, was passiert. Mhm. Serielle Schnittstelle, da kann ich dann die Meldungen auslesen, wenn ich will. VNC ist 0, das ist sozusagen das Gegenäquivalent zum SDL. Also ich mache SDL 1, VNC 0 oder VNC 1 und SDL 0. Also sprich, dann habe ich virtuellen Network Controller, damit kann ich dann über einen VNC Viewer dann draufgehen. Und dann kann ich hier noch sagen, auf das er jetzt horchen soll. Ich habe das jetzt mal auf 0 gesetzt, das heißt, er horcht auf alles, was er kriegt. Dann starten wir mal. Tada! Das dauert jetzt ein bisschen, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt die Fragen. Und ich würde sagen, sobald es dann durchgelaufen ist, dann gehen wir nochmal kurz rein und schauen uns an, wie das dann innen aussieht. Okay, dann bedanke ich mich erstmal bis dahin
und machen wir jetzt mal ein temporäres erstes Ende und dann frage ich, ist noch was unklar geblieben? Ist noch was interessiert? Alle ausgestiegen? Ja? Eine Frage. Ich denke mal, viele von uns werden ja sozusagen unter ihrem Desktop zu der Version von Windows zur VirtualBox verwendet. Ja. Wo sehe ich jetzt sozusagen auf Desktop-Ebene den Vorteil von Xen im Vergleich zu VirtualBox? Also die Packages sind hier überall drin, schnell installiert, ich habe eine schicke Oberfläche. Die ganze Hardware-Virtualisierung wird ja normalerweise unterstützt von Intel und AMD, Windows schnell draufgeklatscht. Welche Gründe gibt es jetzt für mich, Xen zu verwenden? Okay, also da hinten ist die ketzerische Fragenecke. Das ist gut. Kein Problem. Es gibt eigentlich keinen Grund für jemanden, der mal schnell, flott, schick das einfach haben will. Weil gerade VirtualBox nimmt einem da sehr, sehr viel Arbeit ab. Also für jemanden, der einfach nur sagt, ich brauche mal schnell eine virtuelle Box, um irgendein Windows-Programm zu testen oder irgendwas zu machen, ist mit VirtualBox auf der richtigen Seite. Xen ist adressiert eigentlich große Serverfarmen mit tausenden von virtuellen Maschinen. Also zum Beispiel Amazon Cloud ist, glaube ich, läuft auch mit Xen. Ja, und also eigentlich so die großen Business Cases adressiert. Ja, ist schon da. Ne? Moment, machen wir kurz weiter. So, adressiert die großen Business Cases. Und der zweite Vorteil bei Xen, den ich halt persönlich jetzt sehe, ist halt einfach, es ist sehr schlank, wenn es mal läuft. Es hat fast keine Ressourcen. Und es gibt gerade für Windows gibt es eine fast vollständige Treiberliste, um sozusagen den virtuellen Layer zu nutzen, was natürlich wieder unglaublich in die Geschwindigkeit geht. Also die sind unglaublich effizient, mit sehr, sehr vielen auch Windows-Maschinen umzugehen. Jetzt für den normalen Nutzer zu Hause hat Xen eigentlich nur dann einen Vorteil. Ich habe keinen Key. So. Kann man jetzt bei Windows 10 neuerdings angeben, dass ich keinen Key habe. Mein Arzt sagt eigentlich, ich kann auch ganz gut sehen, aber es ist doch ein bisschen klein. So. Ich mache das einmal größer hier. Ach. Ctrl-Alt. So. Moment, da habe ich schon mal einen Test gehabt, das lösche ich jetzt. Ja, ich will. Sie kennen das ja immer. Windows installieren ist wie Heirat. Man wird ständig gefragt, wollen Sie wirklich? Ja, das ist. Sind Sie ganz sicher? Ja, genau. So. Ja, gut. Und der zweite Punkt ist halt, danke. Der zweite Punkt ist halt, dass die Hardware-Virtualisierung, also man kann, ich habe es jetzt leider nicht gerade fertig zum Vorführen da, aber dass das Xen 4.12 erst anbietet, man kann wirklich mit dem Key umschalten zwischen Linux und Windows. Das geht. Und zwar haben die einen virtuellen USB-Treiber, einen virtuellen Keyboard-Treiber und man kann die so einstellen, dass alle Keyboard-Events über den Hypervisor, also DOM 0 gehen und dass man dann entsprechend die Keys sich antriggert, ich will jetzt einen vollen Windows-Schirm haben, ich will jetzt einen vollen Linux-Schirm haben. Das geht. Und zwar mit der Hardware. Also sprich, ich habe dann volle Hardware-Unterstützung, sprich, ich kann dann in meinem Windows irgendein Ballerspiel spielen mit der vollen Support meiner Grafikkarte, kann dann umschalten, habe mein Linux-System mit der entsprechend auch dem vollen Grafikkarten-Support. Das kann halt nur Xen, so viel ich weiß. Ich meine, ich habe zwar ein paar Bastel-Frickel-Lösungen gesehen, die das mit KVM angeblich auch können, aber dann steht es nur getestet, wie diesen zwei Grafikkarten und auch nur unter der Voraussetzung das und auch nur wenn und bei mir hat es halt funktioniert, so ungefähr. Also wie gesagt, das ist also für den Businessbereich, wenn man wirklich was Professionelles hochziehen will, ist Xen kommt langsam wieder für mich in die erste Wahl rein. Ja? Eine ganz kurze Frage noch zur Installation, also ein Problem, wo ich immer dass die ganzen letzten Laptops, die man ja vor 5 Jahren gekauft hat, wenn da Windows vorinstalliert war, ist ja schön im BIOS. Ja. Der Key hinterlegt. Ja. Und ich habe es bis jetzt bei VirtualBox zum Beispiel nicht geschafft, dass bei der Installation auf den Key zugegriffen wird. Aha. Das heißt, dieser Key wird halt nicht mit virtualisiert. Ist sowas mit Xen möglich? Wollte nur mal anmerken, da spricht was gegen VirtualBox. Ne? Ja, und zwar, es gibt zwei Sachen, es gibt zwei Möglichkeiten. Jetzt für QEMU, also was ja auch unter Xen verwendet wird, gibt es eine CBIOS-Extension, die auch einen eingelegten Key hat.
muss man ein bisschen googeln. Ne? Ob das jetzt legal ist, weiß ich nicht. Äußere ich mich jetzt nicht dazu. Die andere Möglichkeit ist, es gibt eine relativ simple Möglichkeit, sich den Windows Key auszulesen aus der aktuellen Installation. Da gibt es Rec Key oder Read Key, ich weiß nicht. Einfach Windows Key auslesen. Gibt es ein paar Open Source Tools, die wirklich oder freie Tools, die wirklich sauber sind. Sich das Ding aufschreiben, virtuelle Maschine starten, Key eintippen, funktioniert. Ja? Das ist so das Pragmatischste, was man machen kann. Aber übrigens, ich meine, wir sind hier in der Linux-Gemeinde, aber die Windows 7 Keys gehen immer noch für Windows 10. Ne? Wollte ich mal sagen. Ja, gut. Weitere Fragen? Ja? Ja, also bei mir, ich habe es jetzt nicht versucht, einen Desktop zu betreiben, weil es eigentlich wirklich besser virtualisiert. Ja. Mein Problem damit war immer ein bisschen der Zugriff auf die Maschine dann. Also wie komme ich von außen drauf? Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Windows starten will, brauche ich ja eine grafische Oberfläche. Wenn ich jetzt einen Server installiere, gebe ich dem selbst eine grafische Oberfläche weg und mit auf Linux und dann lassen wir die Konsole rein. Jetzt muss ich ja da irgendwie von VNC zugreifen und da hatte ich immer irgendwie meine Probleme. Gibt es da irgendwie, also haben Sie da einen Erfahrungswert? Ja, also mein Moment, ich zeige mal was kurz dazu. Ja. Sie sehen ja hier WiFi 1.0.1.0 EMU. Ne? Sie sehen hier, jede virtuelle Maschine erzeugt sich ein eigenes virtuelles Device. Danke. Und man kann also auf diese, man muss halt wissen, die IP, also es hilft sehr, wenn man sich auf eine freie, feste IP-Adresse für die virtuelle Maschine einigt. Und dann kann man die mit den entsprechenden IP-Tables oder was auch immer Regel sich so einrichten, dass ich über meinen DOM-0-Host auf diese Maschinen draufkomme. Also so mache ich das immer. Ja. Es ist eine Netzwerkproblematik. Und wenn Sie das noch professionalisieren wollen, dann empfehle ich mal einen Blick auf den auf das Kernel-Modul für den virtuellen Switch zu werfen, diesen OpenV-Switch. Weil der macht das dann nochmal eine Runde professioneller und nochmal eine Runde schneller. Da können Sie nämlich über VX-Protokoll verschlüsselt einen Tunnel bilden zwischen zwei Rechnern. Der ist komplett abgesichert und nicht öffnenbar. Und dann können Sie nämlich auch von außen drauf, ohne dass Sie ein Problem haben. Und das wird alles inzwischen in Hardware gerechnet. Jo. Also vielleicht auch noch eine Frage. Und habe dann auch, also ich weiß nicht, die Frage jetzt, braucht man spezielle Linux-Versionen auch für spezielle DOM-Zero-Hosts, weil ich habe es geschafft, eine Alpine zu installieren als virtuelle Maschine, aber Debian hat nicht funktioniert. Jetzt muss ich mich outen, ich hab bisher nur Ubuntu-Linux-Versionen genommen und die sind von Haus aus auf Xen eingerichtet, also da sind die ganzen Module, die man für Xen benötigt, die sind aktiv. Also gerade wenn man einen eigenen Kernel bastelt, muss man schauen, dass diese ganzen Xen-Module aktiv sind. Und dann kommt man normalerweise, kann man das Ding aus Level 1 und normalerweise ruft nämlich der Xen-Kernel, also der Xen-Master den Kernel mit einem speziellen Parameter auf, um ihm mitzuteilen, dass er jetzt virtualisiert ist. Und das übernimmt dann der Kernel und sagt, ah, ich bin jetzt virtualisiert, also gehe ich von 0 in 1, also von 1 in 2 hier. Und gebe den Platz frei für den Chef und dann habe ich die Sache durch. Ich habe gehört, dass es so Kernel gibt, also gerade wenn man so 2, 6, 18 und älter, die können das zum Beispiel nicht, das ist jetzt nicht das Thema. Da gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, ganz neu, man kann PVH-Kernel, man kann sozusagen Kernel, die nur PV können, aber noch nicht, also aber das nicht wissen, man kann im Prinzip auch einfach einen Vollvirtualisierer nehmen dann. Also wenn der, es gibt jetzt mit der Kernel-Version 4.12, mit der Xen-Version 4.12 die Möglichkeiten, PVH als DOM-0 zum Mainz zu nehmen. Und damit können Sie auch dann ein entsprechendes Linux nehmen, was nicht in der Lage ist, sich runterzunehmen. Das ist aber erst, geht erst seit 4 Tagen. Also, ich hab das, also wenn du magst, können wir uns gerne mal austauschen nachher, weil das ist so bei mir nächste Woche auf dem Stundenplan, das dann mal fertig zu machen. Und dann können wir da gerne nochmal einen Erfahrungstausch machen. Ja? Haben wir doch so. Okay, dann sind wir durch. Ja? 2 Minuten? 2 Minuten habe ich noch, okay. Ja?
Sie haben es zwar vorher auch noch nicht ganz verstanden, welche Hardware oder was wird unterstützt, wenn ich mit einem ungefähr 5 Jahre alten Laptop, auf man da Chance oder nicht? Ganz einfach. Ich zeig's. Wenn Sie einen Prozessor haben, Sie wissen nicht, Sie möchten es wissen, ne? Dann geben. Den i7 Intel drin, aber ich weiß nicht, welche Generation. Genau. Wenn Sie das rauskriegen, zum Beispiel hier. Ich habe hier zum Beispiel den i7-4800MQ. Ich glaube, ich habe einen 3000er drin. Ist egal. Ich zeige dir, wie man es macht. Sie nehmen sich die, den Namen des Prozessors, googeln den aus, dann landen Sie üblicherweise als ersten Eintrag bei Intel bei der Feature-Tabelle. Gibt es auch in Deutsch. So, und da suchen Sie einfach nach VT für Virtualisierungstechnologie. Und dann sehen Sie, meiner hier kann VTX, aber kein VTD. Zum Beispiel. Ich habe hier noch einen zweiten, der kann VTX und VTD. Aber also der hier kann es zum Beispiel nicht. Und so einfach das rauskopieren, dann auf die Intel-Seite gehen, nach VT suchen und dann sehen Sie genau, ob er es kann oder ob er es nicht kann. Und wenn Sie VTX drin haben, kann er zumindest schon mal Virtualisierung in Hardware. Und wenn Sie VTD noch dazu haben, können Sie auch diese Hardware-Switch-Geschichten machen. Gut. Ja, dann hoffe ich, es hat soweit einigermaßen gefallen. Und wenn Fragen sind, ich bin den ganzen Tag da, ja, und freue mich vielleicht, wenn noch was ist, und bedanke mich dann für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Samstag. Applaus